Wenn du ein Eigenheim besitzt, egal ob Wohnung, Haus oder was auch immer, dann musst du aktuell eine Grundsteuererklärung machen. Das ist leider so, weil es da neue Bewertungen gibt, die natürlich zu unseren Ungunsten ausfallen. Es trifft mich in dem Fall noch genauso. Ich hatte zwar letztes Jahr meine Wohnung verkauft, darf diesen Spaß aber trotzdem machen, obwohl ich damit im Endeffekt gar nichts mehr zu tun habe. Ich bin davon richtig genervt, keine Ahnung, wie es dir da geht. Und ich habe das ehrlich gesagt jetzt komplett rausgezögert, die ganze Zeit, und diese Woche müsste jetzt die letzte Woche sein, in der man das abgeben kann, oder ich glaube Anfang nächster Woche noch, müsste ja bis Ende Januar sozusagen diese Frist gehen. Ich habe es echt immer weiter rausgezögert, aber ich muss es morgen mal angehen. Ansonsten, wenn ich da noch irgendwelche Fragen habe oder so, habe ich glaube ich ein Problem. So, und los geht's. Ich hatte hier was gefunden bei zwei verschiedenen Quellen, sind immer unten verlinkt, das wollte ich dir noch mitgeben. Neue Grundsteuer soll verfassungswidrig sein, muss ich jetzt Einspruch einlegen. Das hat folgenden Grund, dass sozusagen das Modell vom Bund anscheinend sehr nachteilig, sehr ungenau oder was auch immer sein soll. Diverse Bundesländer haben andere Regelungen. Wir gucken jetzt mal rein, kann ich mit dir direkt da zusammen nochmal durchlesen. Man muss sich nicht alles gefallen lassen, was sich der Staat ausdenkt. Wer schon die Grundsteuererklärung abgegeben hat, kriegt als Antwort vom Finanzamt zwei Bescheide zurück. Die sollten sie prüfen und im Falle von Fehlern Einspruch einlegen. Doch auch wenn die Behörden richtig gerechnet haben und ihre Angaben korrekt sind, können sie einen Einspruch in Erwägung ziehen. Einige Steuerexperten raten grundsätzlich dazu, Einspruch einzulegen, denn es gäbe bundesweit verfassungsrechtliche Bedenken. Jetzt kommen wir dazu, was ich gesagt hatte. Bereits im Dezember 2022 hat Professor Dr. Gregor Kirchhoff in einem Fokus-Interview darauf hingewiesen, dass er das Grundsteuergesetz des Bundes, also das heißt Bundesmodell in dem Falle, und das Modell Baden-Württemberg für verfassungswidrig hält. Es sind diverse Bundesländer ausgeschlossen. Falls du dich in denen befindest, dann ist wahrscheinlich alles okay. Ich bin kein Rechtsexperte oder was auch immer. Eine andere Quelle sagt dann nochmal was anderes dazu, komme ich gleich darauf zu sprechen. Er führte dafür mehrere Gründe an, vor allem die ungenauen Bodenrichtwerte. Der Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht, Finanzrecht und Steuerrecht an der Uni Augsburg rät allen Betroffenen zum Einspruch gegen die verschickten Bescheide. Nur für die Bundesländer Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen sieht er die Probleme nicht, weil dort eigene Modelle entwickelt wurden. Wer also die Grundsteuererklärung nicht in einem der genannten vier Bundesländer macht, soll nach Ansicht von Kirchhoff Einspruch gegen den Bescheid einlegen und dann klagen. Das Tolle ist natürlich, man braucht dafür wieder einen Anwalt, man legt Einspruch ein, man klagt dagegen. Es kostet einfach nur alles wieder Geld und man muss dann auch noch mal mehr zahlen, was einfach nur suboptimal ist. Nennen wir es suboptimal an dieser Stelle. Grundsteuer, Einspruch gegen Grundsteuerwertbescheid rechtzeitig einlegen. Das ist jetzt dann nochmal diese andere Quelle, was ich dir noch gesagt hatte. Das ist jetzt direkt bei anwalt.de. Und dieser wichtige Absatz, den wollte ich da nochmal kurz mit dir zusammen machen. Einspruch innerhalb eines Monats einlegen. Darauf zu warten ist allerdings der falsche Weg. Gegen den Bescheid über den Grundsteuerbewertungsbescheid muss innerhalb eines Monats Einspruch eingelegt werden. Wird der Bescheid erst bestandskräftig, ändern auch spätere Neuregelungen nichts mehr daran. Das ist ganz wichtig. Also wenn du jetzt sozusagen, so wie ich das verstehe, keinen Einspruch einlegst und selbst wenn irgendwas an den Regelungen nicht passt, dann bist du wahrscheinlich der Punkt, Punkt, Punkt. Du weißt, was ich meine. Daher sollten Immobilienbesitzer jetzt handeln und vorsorglich Einspruch einlegen, so Rechtsanwalt Cäsar Preller. Auch wie immer alles unten verlinkt von den Quellen her. Das war es jetzt auch schon damit und ich muss echt das noch machen. Ich habe gar keinen Bock darauf. Ich habe echt sowas von keine Lust. Aber das ist mein persönliches Problem. Hast du so einen Bescheid jetzt schon irgendwie? Hast du dich darum gekümmert? Hast du das ausgefüllt? Fandest du das Ganze irgendwie transparent? Oder ich muss jetzt da echt noch rumsuchen. Wirklich keine Lust. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, gib dem Video doch einen Daumen nach oben. Wenn du auf Abonnieren drückst und gleichzeitig auf die Glocke klickst, wirst du kein weiteres Video mehr verpassen. Und wenn du willst, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du reingeschaut hast. Ciao.